Hi, was geht? Ich bin Ira. Herzlich willkommen auf meinem Kanal und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich dachte mir, ich teste mal das ein oder andere Bleaching-Produkt. Ich habe da ja schon mal ein Video zu gemacht, was ja nicht so gut funktioniert hat. Das war aber auch so der allerletzte Scam-Scheiß. Und diesmal dachte ich mir, ich probiere mal ein paar Produkte aus der Drogerie. Ich musste da jetzt etwas länger warten, bis ich das okay bekommen hatte von dem Hersteller, ob es vegan und tierversuchsfrei ist. Ich habe direkt mehrere Produkte gekauft, die werde ich aber jetzt nicht alle heute testen. Das geht ja nicht, ne? Also ich zeige euch das schon mal, einmal hier von Perlweiß das Dental Bleaching gekauft. Professionelle Zahnaufhellung. Das ist mit so Schienen und Bleaching-Cremes und so. Dann habe ich hier von Rapid White Bleaching Stripes und von Rapid White Bleaching Power Set. Also genau das gleiche wie das hier. Nur von einer anderen Marke. Und ich dachte mir, ich fange hiermit an. Von Rapid White Tooth Whitening. Das Bleaching Power Set. Soforteffekt. 3 Stufen weißere Zähne. Das werden wir sehen. Nach 7 Tagen 7 Stufen weißere Zähne mit Sternchen. Was bedeuten die Sternchen? Achso, gemessen an der Bioform-Skala. Was steht da sonst noch drauf? US Whitening Technology. Der Gebrauch wird nicht empfohlen bei Zahnfleischerkrankungen, Zahnfleischentzündungen, Zahnfleischbluten, schwerem Zahnfleischschwund oder empfindlichen Zähnen sowie während der Schwangerschaft und Stillzeit. Dieses Produkt funktioniert nur bei natürlichen menschlichen Zähnen und ist unschädlich für Füllungen, Kronen, Brücken. Verwenden Sie das Produkt nicht, solange Sie eine Zahnspange tragen. Tragen Sie die formbare Zahnschiene nicht länger als empfohlen. Hinten ist ja eine Gebrauchsanweisung drauf, aber ich gehe mal davon aus, dass drin auch noch eine sein wird. Das leistungsstarke Rapid White Bleaching Powder Set ermöglicht innerhalb des Rapid White Sortiments den stärksten Aufhellungseffekt in 7 Tagen. Die gelbasierte 2-Phasen-Technologie sorgt für bis zu 7 Stufen. Weißere Zähne in nur einer Woche ganz ohne Wasserstoffperoxid. Zusätzlich enthält das Bleaching Power Set eine Zahncreme zur optischen Aufhellung, die bereits nach der ersten Anwendung ihre Zähne bis zu 3 Stufen weißer wirken lässt. Dieser Effekt ist temporär. Eine individuell an das Gebiss angepasste Zahnschiene und eine Zahnaufhellungsskala, an der Sie den Aufhellungsfortschritt ablesen können, sind ebenfalls dem Set beigelegt. Gucken wir erstmal, was da alles drin ist, bevor ich jetzt hier lese, wie man es macht. Eine Gebrauchsanweisung, wie ich mir schon gedacht habe. Hier werden wahrscheinlich die Schienen drin sein. Yep, dass das zusätzlich mit so einer Hülle kommt, ist ja ganz nice. Dann haben wir hier eine Paste, noch eine Paste, einen Stift. So, Vorbereitung. Passen Sie zuerst die formbaren Zahnschienen an Ihr Gebiss an. Nehmen Sie die beiliegende Gebrauchsanweisung zur Hilfe. Ja gut, machen wir das mal anhand der Gebrauchsanleitung hier. Oh, hier ist diese kleine Skala. Boah. Die sind ja so gelb. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Da bin ich hier schon das Oberste. Okay, ich glaube, die brauche ich nicht. Nee, meine Zähne sind heller als das Hellste hier. Okay, ja, mal gucken, ob es denn überhaupt irgendwie funktioniert. So, haben wir hier was auf Deutsch? Da. Also, einen Behälter mit nicht mehr kochendem Wasser füllen und ca. 60 Sekunden warten. Die obere Zahnschiene mithilfe der Lasche in das heiße, nicht mehr kochende Wasser tauchen. 10 bis 12 Sekunden ins Wasser halten. Die obere Zahnschiene auf die Zähne setzen, wenn sie eine angenehme Temperatur hat. Mithilfe der Zunge und der Finger die Zahnschiene formen. Führen Sie den gleichen Schritt für die untere Zahnschiene durch. So, dann befüllen Sie die geformte Zahnschiene mit dem Aufhellungsgel. Okay, das machen wir gleich. Ich mache das mal ganz kurz in der Küche. Ich zeige euch mal aber eben kurz diese Schienen. Das sind so Silikon, würde ich sagen. Schienen, die kann man hier so ganz verformen. Jetzt ist die Frage, macht das einen Unterschied, welche für oben und für unten ist? Weil eine ist ein bisschen, nee. Oder wirkt das nur so, dass die eine größer ist? Ich glaube, das wirkt nur so. Oh mein Leute, da muss man echt aufpassen. Ich glaube, die hier, ja, die kann man noch irgendwie verwenden. Die schrumpfen total zusammen, wenn die heiß werden. Und das Problem ist, die kleben dann, also meine klebte dann so zusammen und dann muss man die auseinanderreißen und dann macht man das gegebenenfalls kaputt. Da muss man echt aufpassen. Ja, das wird so schnell wieder fest. Fuck, Moment. Ah, schon besser. Ich mach's nochmal heiß. Sieht aus wie die farblose Zahnspange, die ich mal hatte. Wenn ihr das auch macht, Leute, passt auf, dass die nicht zusammenklebt. Also es geht innerhalb von Sekunden wirklich, dass die so zusammenfällt und dann, wenn die einmal so aufeinander klebt und man die dann auseinanderreißen muss, ist halt die Gefahr groß, dass man die beschädigt. Deswegen, wenn die einmal kaputt ist, könnt ihr das wegschmeißen.
Befüllen Sie die geformte Zahnschiene mit dem Auffällungsgel. Betupfen Sie die Frontzähne gleichmäßig mit dem Beschleuniger. Achten Sie darauf, dass der Beschleuniger nicht die Lippen oder das Zahnfleisch berührt. Ja, ist natürlich schwierig. Schön. Minuten? Dann sind alle Zähne schon weißer. So, jetzt 2 Minuten Zähne putzen. Ich habe mir jetzt das Video vorher nochmal angeguckt und meine Zähne sind immer noch genauso wie vorher. Man muss natürlich sagen, hier bei auf dieser Tabelle, die dabei war, wo ist sie denn? Ich weiß nicht, wo ich die jetzt hingetan habe. Da sind die Farben halt auch extrem dunkel. Ich habe ehrlich gesagt noch nie jemanden mit so einer Verfärbung gesehen. Also meine Zähne sind halt wesentlich heller, aber trotzdem schon ein bisschen gelb. Insofern, ich weiß nicht, ob das jetzt nur bei extrem dunklen Zähnen funktioniert. Jedenfalls hat es bei mir jetzt erstmal nichts gebracht. Mal gucken, ob die anderen was bringen. Ich komme gerade aus der Dusche und jetzt teste ich das zweite Produkt. Boah, ich bin so rot. Wie bin ich denn so rot? Im Prinzip das gleiche, auch mit so Schienen und Gel und so. Und aber von einer anderen Firma, von Perlweiß. Mit neuer, verbesserter Rezeptur offenbar. Das ist das Dental Bleaching Professional Zahnaufhellung. Bleaching Gel mit innovativer 3-Phasen-Wirkformel. Mit Repair und Protect Schutzgel für die Bleaching-Nachbehandlung von Zahnärzten entwickelt. Ja, ja. In der ersten Wirkphase lösen waschaktive Substanzen Verschmutzungen von der Zahnoberfläche und bereiten den Zahn vor. In der zweiten Wirkphase werden tiefsitzende Verfärbungen von den Zähnen abgelöst. Sanft und zahnschmelzschonend. In der dritten Wirkphase hält der hocheffiziente Whitening-Wirkstoffkomplex dank Sauerstofffreisetzung die Zähne sichtbar auf, schonend ganz ohne Peroxid. Nach der Behandlung remineralisiert das Repair- und Protect-Schutzgel den Zahnschmelz. Ich könnte natürlich auch einfach meine Brille aufsetzen, dann sehe ich vielleicht besser. Die im Set enthaltenen Zahnschienen sind formbar und können individuell auf das Gebiss angepasst werden. Die Ergebnisse können Sie anhand der beigelegten Aufhellungsskala messen. Verträglichkeit getestet, Wirksamkeit in klinischen Studien nachgewiesen. Ja, das klingt eigentlich ganz gut. Gucken wir mal. Ach so, jetzt raff ich's. Oh mein Gott, das geht hier auf. Also so. Okay, hier ist eine Spritze. Dann haben wir hier dieses Repair and Protect Schutzgel. Das war es eigentlich, nur dann noch die Schienen. Ich nenne es immer Lipgloss Applikator. Die Schienen hier sind ein bisschen härter als die anderen. Circa 3 Sekunden in heißes, nicht kochendes Wasser tauchen, also die Formung der Zahnschiene. Circa 3 Sekunden in heißes, nicht kochendes Wasser tauchen, abschütten und dann über die Zähne platzieren. Irgendwann pressen, gleichzeitig Luft wegsaugen. Ja, im Grunde genau wie bei der ersten Schiene auch. Erst bei bestmöglicher Passform die Schiene im kalten Wasser spülen und aushärten lassen. Danach die Grifflippe abschneiden. Ja, dann kommt wieder das Gel in die Schiene. 15 Minuten einwirken lassen diesmal. 5 Minuten mehr als bei der anderen Variante. Mundhöhle mit Wasser ausspülen, Zähne leicht ohne Zahnpasta putzen, okay. Für ein langanhaltendes Ergebnis nach der Behandlung eine kleine Menge des Repair and Protect Schutzgels mithilfe des beigelegten Applikators oder der sauberen Fingerspitze auf die entsprechende Zahnreihe auftragen. Es ist nicht notwendig, das Gel abzuspülen. Okay. Für ein optimales Ergebnis nach der Bleaching-Behandlung und dem Auftragen des Schutzgels für ca. 1 bis 2 Stunden kein Essen und keine färbenden Getränke, beispielsweise Kaffee, Tee, Wein zu sich nehmen. Aber es soll ja einen Soforteffekt haben, ne? Bis zu 3 Stufen weißer. Ja, okay, dann hole ich mal eben wieder Wasser. Also die fallen auch definitiv so zusammen. Seht ihr das? Interessant. Und die wird auch so klebrig. Oh, und die riecht eklig. Aber die ist echt heiß. Das war bei der anderen nicht so. Boah, die lässt sich nicht so gut formen wie die andere Schiene. Okay, da fand ich echt die Schienen ein bisschen nervig. So, ich habe gerade gesehen, hier bei dem Gel, kann man sogar ganz genau sehen, wie viel man da reinspritzen muss. Da ist dann klar gekennzeichnet Tag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ist dann sehr praktisch. Was lecker. Puh, was bin ich denn so außer Atem? Ich war gerade mit Kiri noch spazieren. Und meine Zähne sehen immer noch genauso aus wie vorher. Also irgendwie, ich weiß nicht, die sind nicht so der Burner. Aber ich habe ja zum Glück noch diese Stripes hier. Vielleicht helfen die ja mehr. Ich könnte mir vorstellen, dass das besser ist, weil die Stripes hier direkt auf den Zähnen sind. Hier mit dem Gel ist es immer so eine Sache, die Schienen, die rutschen immer so ein bisschen hin und her. Und mit den Stripes, vielleicht funktioniert das ja irgendwie einfach besser, aber das mache ich dann in einem anderen Video. Denn sonst geht dieses Video
definitiv zu lange. Ich habe mir das jetzt übrigens mit dieser Repair Protect Creme einfach mal gespart, weil wozu? Was soll ich da protecten? Habt ihr auch schon mal solche Sachen benutzt? Wie ist eure Erfahrung? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Ich würde mich trotzdem über ein Däumchen nach oben freuen, auch wenn es irgendwie nicht so geklappt hat. Und ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag an dieser Stelle, meine Lieben. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.